Die folgenden Sendungen verschieben sich um eine Dreiviertelstunde nach hinten. Im Mittelpunkt der aktuellen Corona-Diskussion steht die Omikron-Variante und ihre Folgen. Und darauf wollen wir auch in dieser Sondersendung umfassend eingehen. Weil Omikron als besonders ansteckend gilt, könnten viele Menschen erkranken, die dann in wichtigen Bereichen fehlen. Energie- und Wasserversorgung, Telekommunikation, Gesundheit, Polizei und Feuerwehr. Das sind nur einige Bereiche, die zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen. Auch deren staatliche und private Betreiber bereiten sich jetzt auf mögliche Personalengpässe vor. Dafür aktivieren Krisenstäbe bereits vorliegende Notfallpläne, um die Einsatzbereitschaft der Belegschaften zu sichern. Hier ein Beispiel aus Bremen. Die Bremer Feuerwehr hat ihre Notfallpläne bereits wieder aktiviert. Arbeiten in festen, getrennten Gruppen, die Kontakte unter den Kollegen minimieren. Das Personal der Leitstelle ist völlig isoliert von allen übrigen Kollegen. Sollte durch Omikron der Krankenstand doch zu hoch werden, greift die nächste Stufe. Deswegen haben wir auch Pläne in der Tasche, wie wir unsere Aufgaben priorisieren. Also wenn wir das jetzt auf das Einsatzgeschehen beziehen, dann werden wir immer gucken, was sind die wichtigsten Aufgaben. Das ist für uns immer Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und auch Menschenrettung. So Spezialaufgaben wie gefährliche Stoffe und Güter würden wir dann erstmal so ein Stück weit hinten anstellen. Heißt, die Aufgaben runterfahren, wenn das Personal knapp werden sollte. Auch die kommunalen Kliniken haben einen ähnlichen Plan entwickelt. Wenn wir Bremen angucken, die Lage ist stabil. Und ich glaube, wenn Sie schwer erkranken, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Was uns Sorgen macht, sind eher in Anführungszeichen Leichterkrankungen, die für die Patienten aber auch schlimm sind. Und da kann es durchaus sein, dass die eine oder andere Behandlung verschoben werden muss. Um die Energieversorgung zu gewährleisten, existieren immer Notfallpläne. Auch für einen zukünftig möglicherweise höheren Krankenstand. Es gibt natürlich, wenn es hart auf hart kommt, eine Priorisierung von Tätigkeiten. Oberstes Gebot bei uns ist immer, Versorgungssicherheit muss gegeben sein. Die Feuerwehr, die Krankenhäuser und die Energieversorger scheinen gerüstet zu sein. Sicher hilft bei den Bremer Notfallplänen, dass die Impfquote hier sehr hoch ist. Die Situation bei der Feuerwehr vertiefen wir nun mit dem Landesfeuerwehrpräsident Frank Hachemer. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, grüße Sie. Wagen wir ein kurzes Gedankenspiel. Es gibt einen hohen Krankenstand bei der Feuerwehr und es brennt. Müssen wir uns Sorgen machen, dass dann keine Feuerwehr und Rettungsdienste kommen? Nein, also ich denke eher nicht. Also die Feuerwehr selber macht sich da auch nicht so große Sorgen, weil Sorgen nicht so der wirkliche Helfer sind bei so einer Problematik. Die sieht halt die Gefahr und versucht sie entsprechend gut in den Griff zu bekommen. Das macht sie jetzt auch mit vielen verschiedenen Maßnahmen. Sie haben ja eben auch schon den schönen Beitrag aus Bremen gezeigt, wie man also beispielsweise dort dem Ganzen entgegenwirkt. Und auch hier, denke ich mal, müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Wie kann die Versorgung denn sichergestellt werden? Welche Möglichkeiten gibt es da, sich auf mögliche Engpässe noch vorzubereiten? Also erstmal geht es natürlich darum, generell zu vermeiden, dass es überhaupt zu Ansteckungen kommt oder auch zu Quarantänefällen. Da haben wir ein bisschen das Problem, dass es zurzeit aktuell bundeseinheitlich keine Regelung gibt. Das macht es ein bisschen schwierig, alles zu planen. Denn hauptsächlich kriegen wir das durch organisatorische Maßnahmen ganz gut in den Griff. Wir haben das ja eben schon gehört. Es gibt also viele verschiedene organisatorische Schritte, die von den Verantwortlichen der Feuerwehren vor Ort gegeben und eingeleitet werden. Das muss auch immer wieder neu angepasst werden, einmal an die eigentliche Omikron-Lage sozusagen, aber natürlich auch an die Verhältnisse vor Ort, jeweils in der jeweiligen Gemeinde. Denn Feuerwehr ist ja Gemeindeangelegenheit. Da gibt es jetzt keine zentrale Steuerung in der ganzen Bundesrepublik, sondern jede Verantwortliche ist in der jeweiligen Kommune einzeln damit betraut, die Maßnahmen umzusetzen, die gerade angesagt und wichtig sind. Fühlen Sie sich denn bei den Notfallplänen von den neu eingerichteten Krisenstabs von Bund und Ländern ausreichend unterstützt? Ja, also wie gesagt, uns fehlt halt das eine oder andere noch. Das eine wäre das Thema Umgang mit Quarantänefragen. Wir brauchen dringend eine bundeseinheitliche Lösung. Also eine Regelung dafür, was passiert denn, wenn Feuerwehreinsatzkräfte und auch andere im Bereich der Blaulichtfamilie plötzlich in eine Quarantänesituation kommen. Im Moment ist es so, dass jedes Gesundheitsamt das ja auf der Sachbearbeiterebene behandelt. Und da ist es sehr, sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen werden kann, weil das auch nicht priorisiert wird in weiten Teilen. Das heißt also, Sie landen da in einer Liste mit vielen anderen Betroffenen. Da müssen Sie lange warten, bis ich meine Information habe. Wie ist es denn jetzt mit meiner Einheit hier? Was ist denn mit meinen betroffenen Feuerwehrangehörigen? Das ist leider sehr, sehr schwierig, weil damit die ganze Organisation natürlich nicht mehr so gut planbar ist. Also wir hätten da eine große Hilfe nötig an der Stelle. Das andere wäre auch ein Beispiel, was da vielleicht auf den ersten Blick etwas befremdlich sich anhört, aber in Wirklichkeit durchaus Bedeutung hat, und zwar das Thema Kinderbetreuung.
Man sollte nochmal dringend in die Diskussion mit hineinnehmen, das Thema Betreuung von Kindern. Sie wissen vielleicht, dass die allermeisten Feuerwehrangehörigen in Deutschland ja ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sind. Die wenigsten sind Berufsfeuerwehrleute. Das heißt, die sind zum Teil dann auch irgendwo gerade in der Kinderbetreuung zu Hause, sind alleinerziehend oder wie auch immer. Und wenn da eine Möglichkeit geschaffen werden kann, dass im Einsatzfall diese Kinderbetreuung gegeben ist, dann hätten wir auch wieder viele Kräfte frei, die an Personal dann wieder zur Verfügung stehen, wenn irgendwo anders Ausfälle sind. Das sind also Ihre Forderungen dann von der Politik. Sie haben ja auch eben die Prävention schon erwähnt. Aber wenn man bedenkt, dass wir eher auf eine fünfte Rollwelle zurollen, was kann man denn noch dagegen tun, damit es nicht zum Erliegen dieser sensiblen Bereiche kommt? Also die Feuerwehren sind ja da planerisch sehr intensiv unterwegs. Da geht es auch teilweise um Ersatzmöglichkeiten, also darum, dass beispielsweise dann Nachbarn jeweils einspringen, wenn doch einmal größere Einheiten ausfallen sollten. Uns sind ja bisher in Berlin zumindest, also bundesweit sozusagen, noch keine längeren Fälle eines Ausfalls größerer Einheiten bekannt geworden. Deswegen sind wir im Moment noch guter Dinge, dass wir das also mit den bisher bekannten Maßnahmen, die sich ja auch bei den Vorvarianten schon bewährt haben, ganz gut im Griff haben. Also die Vermeidung von Infektionen und dann eben natürlich auch der planerisch sinnvolle Umgang damit, wenn Infektionen auftauchen. Die Feuerwehren teilen sich ja beispielsweise auch ein in verschiedene kleinere Gruppen, die nur dann in dieser Gruppe, wenn überhaupt, miteinander in Kontakt treten. Es werden viele, viele Dienste gar nicht mehr gefahren, die normalerweise so im Ausbildungs- und Schulungsdienst unterwegs sind, werden teilweise digital oder eben sogar ganz eingedampft oder digital durchgeführt, sodass man versucht, das damit aufzufangen. Das geht einen gewissen Zeitraum, sodass wir denken, dass wir damit halt natürlich auch die Gefahr eindämmen, dass größere Mengen an Personal auf einmal ausfallen sollen. Ein Pandemieende ist ja leider nicht in Sicht. Was würde Ihnen in der aktuellen Situation helfen, abgesehen von den Punkten, die Sie schon genannt haben, Kinderbetreuung und Prävention? Naja, es geht also um das Thema auch ein bisschen Aufmerksamkeit der Feuerwehrkräfte, so die Unterstützung von außen, das Verständnis dafür. Es ist ja eine ungeheure Disziplin notwendig und die wird ja auch von den allermeisten Feuerwehrangehörigen an den Tag gelegt, die jetzt schon seit vielen, vielen Monaten immer wieder neu sich darauf einlassen, sich auch selbst einzuschränken. Die halten sich sozusagen bereit für den Feuerwehrdienst, auch die Ehrenamtlichen, die ja in der Masse Ehrenamtliche sind, also über 1 Million, die ja die ganze Zeit über schon mit ganz, ganz tiefer Disziplin dabei bleiben, bei der Stange bleiben, die nicht von der Fahne gehen. Da ist einfach wichtig, dass man das mal sieht, dass man das würdigt an der einen oder anderen Stelle, wenn da Probleme auftauchen, dass halt da reagiert wird und dass sozusagen nicht die Feuerwehren und die anderen Blaulichtorganisationen irgendwo unter ferner Liefen sozusagen mitlaufen und dann halt eben keine Planbarkeit da ist. Das wird ganz, ganz schwierig sonst. Dann hoffen wir, dass Sie und auch die Ehrenamtlichen auf jeden Fall noch gesund bleiben. Landesfeuerwehrpräsident Frank Hachemer, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, schönen Abend. Die Sorgen vor der Ausbreitung der Omikron-Variante sind also groß. Deutschlandweit werden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts derzeit fast 3.200 Corona-Infektionen dieser Variante zugeordnet. Ein Plus von 25% innerhalb eines Tages. Die Behörde meldete heute außerdem ein erstes Todesopfer nach einer Omikron-Infektion. Insgesamt scheint die Variante aber eher mildere Verläufe als bei Delta auszulösen. Darauf deuten nun Studien aus Großbritannien und Südafrika hin. Die Omikron-Mutation ist schon seit Wochen in Deutschland. Aber die Zahl der ans Robert-Koch-Institut übermittelten Fälle ist noch relativ gering. 3.198 innerhalb der letzten 6 Wochen. Nachdem der erste Omikron-Fall Mitte November registriert wurde, bewegten sich die Zahlen auf niedrigem Niveau. Doch mit den Kalenderwochen 49 und 50 stiegen sie stark, lagen Mitte Dezember bei 1.818 pro Woche. Wir haben zwar einen Anstieg an Neuinfektionen, der rapide ist von Omikron, aber es setzt sich nicht so schnell durch wie beispielsweise in Großbritannien oder in Südafrika. Das gibt schon Mut zur Annahme, dass die Maßnahmen greifen. Auch wenn der Omikron-Anteil in Deutschland noch klein ist, die Variante wird sich auch hier durchsetzen, da sind sich Virologen sicher. Unterdessen gibt es erste Studien zum Krankheitsverlauf von Omikron. Aus Südafrika heißt es, dass die Wahrscheinlichkeit, mit Omikron ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, sehr viel geringer sei als bei der Delta-Variante. Allerdings, Wissenschaftler weisen darauf hin, dass die Bevölkerung dort deutlich jünger sei als in Deutschland, weshalb die Ergebnisse nicht 1:1 übertragen werden könnten. Vergleichbarer ist Großbritannien. Und hier ermittelte das Imperial College London eine immerhin 20% geringere Wahrscheinlichkeit, ins Krankenhaus zu müssen. Dennoch ist es aber so, dass selbst milde Verläufe bei der Krankheit, also wenn man nur ein bisschen krank wird, aber eben so, dass man zu Hause bleiben muss oder in Quarantäne bleiben muss, ja bedeuten, dass laut der Modelle auch aus Großbritannien, aber genauso für Deutschland, dass viele hunderttausend Menschen gleichzeitig pro Tag infiziert werden.
Und so würde dem Gesundheitssystem auch mit weniger schweren Krankheitsverläufen durch Omikron eine enorme Belastung drohen. Das Gesundheitssystem in Deutschland steht nicht zuletzt wegen der Omikron-Variante vor großen Herausforderungen. Ein wichtiges Problem besteht darin, genügend Intensivbetten und medizinisches Personal für die Behandlung der Patienten mit schweren Krankheitsverläufen bereitzustellen. Derzeit werden etwa 4.400 Menschen auf Intensivstationen behandelt. Doch abgesehen von den Zahlen, hinter jedem Fall steckt ein persönliches Schicksal. Intensivärztin Viviane Zotzmann mit einem jungen Covid-Patienten bei der Computertomographie. Für Spezialaufnahmen von Lunge und Kopf. Sie will wissen, ob seine Heilung Fortschritte macht. Er ist noch keine 40, keine Vorerkrankungen und wie fast alle Covid-Patienten auf ihrer Intensivstation ungeimpft. Das ist ein junger Patient und es ist fraglich, ob er es überlebt, muss man sagen. Wir wissen noch nicht, ob er das überlebt. Die Therapie ist noch langwierig und auch komplikationsträchtig. Und es ist bitter, weil es wäre einfach vermeidbar. Dieser Mann müsste hier nicht liegen. Seit Beginn der Pandemie begleite ich Viviane Zotzmann und ihr Intensivteam mit der Kamera. Sie spricht mit der Frau des jungen Mannes. Wir sind noch nicht wirklich vorwärts gekommen durch unsere Maßnahmen. Das einzige Gute ist, dass es keinen Rückschritt gab. Die junge Frau möchte nicht erkannt werden. Auch sie war ungeimpft wie ihr Mann. Sie erzählt mir, dass sie gar nicht gegen die Impfung sind, sich auch impfen lassen wollten. Aber irgendwie ist immer wieder was dazwischen gekommen. Dann hatten sie endlich den Termin fest. Doch das Virus war schneller, sagt sie und weint. Die Intensivteams haben in der vierten Welle viele solche Patienten. Im Nebenzimmer liegt eine Frau, die schwanger war, als sie Covid bekam. Ungeimpfte junge Menschen, die jetzt um ihr Leben kämpfen. Nicht Gegner, die sind auch nicht Corona-Leugner. Aber da war viel Angst bei den allermeisten. Das waren da die Gründe, warum sie sich nicht geimpft haben. Und jetzt leider muss man halt sagen, oder Sie sehen selber alle, Sie haben einen maximal schweren Verlauf. Sie sind an diversen Geräten und bei vielen weiß man nicht, ob sie es schaffen werden. Und die Schwangere, die es jetzt geschafft hat, von der Lunge her, die hat ihr Kind verloren. Oberarztvisite. Die junge Frau ist mittlerweile bei Bewusstsein, aber noch sehr schwach. Es dauert noch ganz, ganz lange, bis Sie wieder wirklich richtig fit sind. Aber all das wird natürlich nicht darüber hinwegtrösten, dass Sie Ihr Kind verloren haben. Das ist ganz furchtbar. Das wissen wir. Unerträgliches Leid. Und in den kommenden Wochen wird es wohl noch schlimmer werden. Paul Biewer ist in der Covid-19-Taskforce der Uniklinik. Die Aussichten mit der anrollenden fünften Welle durch die Omikron-Variante sind düster. Die Modelle geben leider her, dass die Anzahl der zu erwartenden Intensivpatienten die Kapazität deutlich übersteigt. Und da reden wir von einer Perspektive von in 3 Wochen, 2 bis 3, höchstens 4 Wochen. Also eine zeitnahe, echte Bedrohung. Sie planen bereits, wie sie die befürchtete Masse von Covid-Patienten irgendwie versorgen können. Die junge Frau ist wieder bei ihrem Mann. Sein Zustand unverändert. 70% der Covid-Patienten an der ECMO, der künstlichen Lunge, sterben. Sie hofft. Singt ihm leise ein Lied. Weint. Und jetzt atmen wir einmal tief durch und vertiefen das Ganze mit Professor Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Guten Abend. Guten Abend. Im Beitrag hieß es, die Zahl der zu erwartenden Intensivpatienten soll die Kapazität schon in 3 Wochen ungefähr übersteigen. Die Zahl der 7-Tage-Inzidenz sinkt aktuell aber etwas. Wie ist denn die Lage auf Ihrer Intensivstation? Können Sie aufatmen? Nein, aufatmen können wir noch nicht. Es ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Am UKI in Hamburg betreuen wir jetzt 16 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und die gleiche Anzahl auf den Normalstationen. Und das Personal ist überall in Deutschland sehr belastet. Die Zahlen gehen etwas zurück auf die Intensivstationen, aber jetzt kommt Omikron. Und was das genau bedeutet, wissen wir noch nicht. Aber wir müssen da sicherlich sehr sorgenvoll in die Zukunft schauen. Wissen Sie denn, ob Omikron bei Ihnen schon angekommen ist? Die Verläufe sollen ja laut neuesten Studien etwas milder sein. Gibt das vielleicht auch Anlass zur Hoffnung?
Das sind sicherlich gute Signale. Wir haben ja heute gehört, dass die Verläufe vielleicht etwas milder sind. Wir haben bereits 4 Patienten jetzt mit der Omikron-Variante, aber man muss große Gruppen untersuchen, Tausende von Patienten, um hier wirklich vernünftige, seriöse Aussagen machen zu können. Und hier sind die Briten und die Südafrikaner weiter. Und wir gucken natürlich dann jeden Tag nach Großbritannien. Und das ist sicherlich ein gutes Signal. Aber wir haben einfach die Angst, dass uns die schiere Masse an Infektionen große Probleme bereitet, nicht nur auf den Intensivstationen, sondern auch im öffentlichen Leben. Verfügbare RKI-Daten zeigen, Ende November lagen bundesweit mehr Ungeimpfte als Geimpfte auf Intensivstationen. So ja auch im Beitrag, den wir eben gesehen haben. Sind die Menschen, die aktuell wegen Covid-19 auf der Intensivstation liegen, mehrheitlich Geimpfte oder Ungeimpfte? Ja, wir sehen das in den aktuellen Daten des RKIs und der Gesundheitsämter. Es sind bei den unter 60-Jährigen ca. 80% ungeimpft auf der Intensivstation. Und bei den über 60-Jährigen sind es 60%, die ungeimpft sind. Das heißt, wir wissen ja mittlerweile, dass der Impfschutz verloren geht über einen längeren Zeitraum. Und die meisten dieser geimpften Patienten haben die zweite Impfung gehabt, aber noch keine Auffrischimpfung. Wir sehen nur ganz, ganz wenige Patienten, die intensivpflichtig werden, trotz Auffrischimpfung. Und das zeigt einfach, dass gerade bei Älteren sehr viel Vorsicht nach wie vor angezeigt wird, dass die Impfung zwar schützt, aber jetzt mit Omikron, dass die Boosterimpfung einfach extrem entscheidend ist. Und wir wissen, die Impfung schützt ganz gut vor einem schweren Verlauf, aber halt nicht gut vor einer Infektion, schon gar nicht jetzt bei der neuen Variante. Und wie nehmen Sie die Personen wahr, die dort liegen? Bereuen die es, ungeimpft zu sein? Ja, die meisten, die bei uns liegen, ungeimpft, würde ich als Impfzauderer bezeichnen. Die haben, schieben irgendwelche Gründe vor, die waren zu träge, sich impfen zu lassen. Die hatten vielleicht aufgrund von einer anderen Sprache auch keinen Bezug zu Impfungen. Sie haben teilweise auch gar nicht davon gehört. Sie kommen aus teilweise auch wirklich schlechten sozialen Verhältnissen, beengter Wohnraum. Und nur so 5% dieser Patientinnen und Patienten sind wirklich harte Impfgegner. Insofern hoffe ich einfach, dass durch die jetzige Impfkampagne nochmal viele erreicht werden können, weil die Ungeimpften machen uns natürlich nach wie vor die größte Sorge. Auf der Intensivstation liegen ja nicht nur Menschen wegen Corona. Ist die Versorgung denn von Menschen nach Notoperationen weiter sichergestellt? Ja, wir müssen einfach beachten, dass momentan ja ca. 22% der Intensivbetten durch Covid-Patienten belegt werden. Ca. weitere 25% der Betten sind gesperrt aufgrund von Pflegepersonalmangel in Deutschland. Das heißt, uns steht gerade mal die Hälfte der Intensivbetten zur Verfügung. Und das heißt natürlich, wir können nicht alle Patienten versorgen. Es werden in vielen Krankenhäusern, auch bei uns hier am UKE, nicht mehr alle Operationen durchgeführt. Und es zeigt sich regional sehr unterschiedlich. Gerade im Osten und Süden Deutschlands auch zeigen sich Schwierigkeiten bei der Notfallversorgung. Und das ist eine große Sorge, dass jetzt andere Patientengruppen, Krebspatienten, Herzinfarkt, Schlaganfallpatienten leiden und nicht mehr optimal versorgt werden können. Ja, und diese Krebspatienten, Krebszentren schlagen laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland auch Alarm. Laut einer Befragung hätten 2/3 der Kliniken jetzt schon keine Kapazitäten mehr, um beispielsweise schwer an Krebs erkrankte Menschen aufzunehmen. Führen dann überlastete Intensivstationen zur Priorisierung, also zu einer Art Triage? Also eine richtige Triage im eigentlichen Sinne haben wir noch nicht. Aber man muss natürlich einfach sagen, dass die Versorgung einfach eingeschränkt ist, je mehr Covid-19-Patienten dort auf der Intensivstation sind. Was fordern Sie denn konkret von der Bundesregierung? Na, ich denke, die Maßnahmen sind ja jetzt beschlossen worden. Wir brauchen jetzt wirklich schnell Kontaktbeschränkungen. Wir brauchen viel Testungen und wir müssen natürlich die Impfkampagne wirklich massiv ankurbeln. Und ich denke auch, wir werden an einer Impfpflicht nicht vorbeikommen. Gerade mit Omikron jetzt wird uns das viele Probleme bereiten. Und ich denke, es wäre eine frühere Impfpflicht wäre besser, als wenn wir noch da bis zum Februar oder März warten. Wir müssen einfach jetzt aufgrund dieser explodierenden Infektionszahlen auch in anderen Ländern, man sieht das auch heute Großbritannien, Frankreich, wirklich jetzt diese Maßnahmen auch durchziehen, um das Gesundheitssystem zu schützen, aber auch die allgemeine Bevölkerung. Es sind ja auch enorme wirtschaftliche Schäden durch jeweils diese Covid-19-Wellen. Professor Stefan Kluge vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, vielen Dank für diese Informationen und auch Eindrücke aus der Praxis. Ich danke Ihnen. Auch mit Blick auf die überlasteten Intensivstationen und die Omikron-Variante haben Bund und Länder in dieser Woche die Corona-Maßnahmen verschärft. Spätestens vom 28. Dezember an gelten bundesweit auch für Geimpfte und Genesene Kontaktbeschränkungen. Mehrere Bundesländer haben strengere Regeln jedoch schon früher in Kraft gesetzt. Ein Überblick über das, was spätestens nach Weihnachten bundesweit gilt.
Corona macht keine Weihnachtspause, so die Botschaft der Regierungschefs. Bei Treffen kommt es zu Kontaktbeschränkungen, nicht nur für Ungeimpfte, künftig auch für Geimpfte und Genesene. Spätestens ab dem 28. Dezember gilt, nur noch 10 Personen, Kinder unter 14, nicht mitgezählt. Silvester, ja, aber habe ich für mich persönlich schon abgeschrieben. Habe ich vor einer Woche schon gesagt, wir feiern nicht mit 20 Mann. Aber es ist schade. Für meine Silvesterpläne ist es eigentlich fast egal, weil wir hatten eh nur im kleinen Kreis vorzufeiern. Wenn ich dafür nächstes Jahr wieder eine schöne große Feier habe, dann ist das für mich okay. Außerdem werden spätestens ab dem 28. Dezember Clubs und Diskotheken geschlossen. Ich würde mich auch gar nicht wohlfühlen, jetzt in den Club zu gehen und da irgendwie ins neue Jahr zu tanzen. Also dafür, dass ich dann ein paar Monate später die Retourkutsche kriege, ist mir auch nicht wert. So ein Ärger. Ja. Braucht man sich wohl nicht mehr drüber unterhalten, oder? Bei den Zahlen hätte man nicht mehr ruhigen Gewissens irgendwo da feiern gehen wollen. Also so kommen wir ja nicht weiter. Einen Lockdown gibt es erstmal nicht. Einzelhandel und Gastronomie bleiben geöffnet, wie auch die Schulen. Ich finde das okay. Also okay im Sinne von, ich finde es gut, dass es mehr Restriktionen gibt, aber ich finde es auch gut, dass man die Schulen nicht schließt. Weil gerade die Kinder ist, glaube ich, besonders wichtig, weil war ja schon schwierig genug. Und es wird nicht besser, wir müssen vielleicht mal wieder runterfahren. Voll auf die Weihnachtsbremse wollte die Politik nicht treten. Aber die Sorge vor der Omikron-Variante wird dieses Jahr trotzdem mitschwingen. Das waren die wichtigsten Regeln im Überblick und ein paar Eindrücke. Aber die Corona-Maßnahmen, die gehen noch viel mehr ins Detail. Und das vertiefen wir nun mit meinem Kollegen Bernd Rasem aus der Tagesschau-Redaktion. Wir haben die Regeln in Kürze vorgestellt, die ab 28. Dezember verbindlich gelten sollen. Ist das denn in allen Bundesländern so? Nein, das ist nicht so. Die Regeln treten zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt in Kraft. Es ist tatsächlich so spätestens zum 28.12., so der Beschluss der Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler am vergangenen Dienstag. Bis zum 28.12. müssen die in Kraft treten. Allerdings, es gibt durchaus Ausnahmen. Beispielsweise hatte ja Hamburg schon überhaupt, bevor die Konferenz begann, am Dienstag Regeln verkündet, die ab dem 24.12. gelten sollen. In Niedersachsen gab es bereits letzte Woche eine deutliche Verschärfung. Dort hat man denn jetzt zusätzlich eine Weihnachtsruhe ab dem 24.12. ausgerufen. Also man muss schon sehr genau hinschauen. Einige Bundesländer fangen dann mit ihrer Umsetzung am 27.12., also direkt nach Weihnachten an. Und die letzten ziehen dann zum 28.12. nach. Wir haben eben auch über Kontaktbeschränkungen für Genesene und Geimpfte berichtet. Wie sieht es denn bei Ungeimpften aus? Ja, da hat sich eigentlich gar nichts verändert. Da wollte man ja auch keine Erleichterungen auf keinen Fall durchsetzen. Da sieht es weiterhin so aus. Ein Haushalt mit einer ungeimpften Person darf maximal 2 weitere Personen treffen. Das ist einfach die Regel, die galt bisher und die wird auch nach dem 28.12. gelten. Was gibt es denn noch an wichtigen Neuerungen? Ja, ich glaube, wir müssen mal auf die Großveranstaltungen schauen. Tanzveranstaltungen sind ja beispielsweise überall verboten. Bars und Discos müssen schließen, Clubs auch. Und die Großveranstaltungen sollen nicht mehr so in dem Maße mit Publikum stattfinden. Das ist beschlossen. Geisterspiele bedeutet das vor allen Dingen für die Fußball-Bundesliga und die Profiligen. Ja, und da gibt es jetzt Ausnahmen. Beispielsweise Berlin hat heute beschlossen, dass man doch einige tausend Zuschauer zulassen will. Hamburg hatte das auch mit vorgesehen. Und auch Schleswig-Holstein schert da aus und ermöglicht das. Also man sieht kein einheitliches Bild bei diesen Großveranstaltungen, aber überwiegend wird es wohl in nächster Zeit tatsächlich diese Geisterspiele geben. Es wird ja auch über die 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln berichtet. Was hat es damit auf sich, beispielsweise an Weihnachten? Genau, wir haben ja diese 3G-Regelung bereits seit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Am 25.11. ist das ja dann in Kraft getreten. Und das heißt, jeder, der ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt, sei es ein Flugzeug, sei es Bahnen und Busse im innerstädtischen Verkehr, aber auch Fernbahn, muss entweder getestet sein, geimpft oder genesen. Und bisher war es so, dass Kinder unter 6 Jahren sind ausgenommen. Da ändert sich auch nichts dran. Und ganz schwierig wird es jetzt bei Schülerinnen und Schülern. Da heißt nämlich die Verordnung, und die gilt wirklich schon seit Ende November, während der Schulzeit brauchen diese keine 3G, unterliegen diese nicht der 3G-Regelung. Allerdings, wir haben jetzt Ferienzeit, Weihnachtsferien, und das bedeutet, dass alle Kinder und Jugendlichen über 6 Jahre müssen geimpft, genesen oder einen Test vorlegen. Und wenn wir schon bei Weihnachtsferien sind, dann schauen wir doch noch einmal ins europäische Ausland. Was ist denn da besonders zu beachten für Reisende?
Ja, da wird es jetzt nochmal noch komplizierter. Wir schauen mal exemplarisch zum Beispiel nach Österreich. Da weiß man ja, dass da gilt 2G+. Das heißt, man muss schon geboostert sein. Ansonsten wird ein negativer Corona-Test verlangt. In der Schweiz ebenso ein negativer Corona-Test. Ungeimpfte müssen dort beispielsweise einen zweiten Test vorlegen. Schauen wir nochmal auf die Niederlande. Bei der Einreise keine besonderen Tests, aber man muss beachten, die Niederlande befinden sich im Lockdown. Das heißt, selbst Privathaushalte dürfen maximal 2 Gäste empfangen und zu Silvester gerade mal 4. Also wer zu einer großen Silvesterparty in die Niederlande will, das wird nichts. Belgien, ganz wichtig, ein Online-Formular muss vor Einreise ausgefüllt werden. Dänemark, gerade für die Menschen, die beispielsweise über Silvester nach Dänemark fahren wollen, haben ab 27.12., also kurz nach Weihnachten, auch einen obligatorischen Test eingeführt, ein Corona-Test, der negativ sein muss. Und Italien verlangt ebenfalls einen negativen Test. Und ein Land, das besonders viel Kopfzerbrechen bereitet, ist natürlich Großbritannien. Und dort gilt es zum Beispiel, bei der Einreise einen Test vorzulegen, auch während man in Großbritannien sich aufhält, noch einen Test durchzuführen. Und es ist ein Virusvariantengebiet. Das heißt, wenn man von dort zurückkommt, egal, geimpft, geboostert oder auch was sonst ist, man muss auf jeden Fall in Quarantäne. Bernd Rasem aus der Tagesschau-Redaktion, vielen Dank bis hierher und wir sprechen gleich noch weiter. Nicht nur in Deutschland hat die Politik die Corona-Regeln wieder verschärft. Weltweit führt die Sorge vor der Omikron-Variante zu weiteren Einschränkungen. Wir haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland gefragt, wie dort die Corona-Situation ist, zum Beispiel in Spanien. Stefan Scharf aus Madrid. Auch in Spanien steigen die Infektionen weiter. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei knapp 490. Der Druck auf die Krankenhäuser wird langsam wieder größer. Beunruhigend dabei auch die Tatsache, dass sich auf den Intensivstationen doppelt Geimpfte wiederfinden, bei denen die Impfung 5 oder 6 Monate zurückliegt. Trotzdem hat die Regierung in Madrid ab Weihnachten lediglich eine allgemeine Maskenpflicht im Freien verfügt. Eine Entscheidung, die von vielen als völlig unzureichend kritisiert wird. Und deshalb gehen manche Regionen, wie etwa Katalonien, sehr viel weiter. Dort gilt ab 1 Uhr nachts eine absolute Ausgangssperre. Sehr viel vorsichtiger als Spanien gibt man sich im Nachbarland Portugal. Dort schließen ab dem 25. Dezember alle Diskotheken und Bars. Die Schulferien werden bis zum 10. Januar um eine Woche verlängert. Und nach Weihnachten sollen die Portugiesen möglichst von zu Hause arbeiten. Die Infektionszahlen in Frankreich steigen und überall, wo getestet wird im Land, ist relativ viel los, wie hier vor dieser Apotheke in Paris. Wer nicht getestet ist, soll nicht unter den Weihnachtsbaum. So lautet zumindest die Empfehlung der französischen Regierung, wenn Menschen an Weihnachten zusammenkommen. Kontaktbeschränkungen gibt es nicht, aber man setzt total aufs Impfen. Das heißt, die Impfkampagne ist noch mal deutlich ausgeweitet worden jetzt über die Feiertage. Und die Nachfrage ist da. Nicht nur bei den Boosterimpfungen, sondern auch bei den Erstimpfungen. Und das mag damit zusammenhängen, dass es ab Januar richtig ungemütlich werden soll für Ungeimpfte in Frankreich, dann sollen sie quasi vom öffentlichen Leben ausgeschlossen werden und zum Beispiel nicht mehr ins Café oder ins Restaurant dürfen. Hier in den USA, da steigen die Zahlen rasant an. Vor allen Dingen in den Städten der Ostküste, wie hier in der Hauptstadt Washington DC. Und auch Omikron ist hier mittlerweile die vorherrschende Variante. Aber was vor allem besorgen sollte, die Dunkelziffer, die dürfte noch um ein Vielfaches höher liegen als die gemeldeten Zahlen, denn hier im Land wird kaum getestet. In ländlichen, konservativen Gegenden, vor allem deshalb, weil Menschen dort gar nicht an die Gefahr durch die Pandemie glauben und die weitgehend ignorieren. In anderen Gegenden, weil es schlicht zu wenig Testkapazitäten gibt. Und vor allen Dingen Selbsttests für zu Hause, die sind hier kaum zu bekommen. Expertinnen fürchten daher, dass diese Welle einmal mehr die USA sehr hart treffen wird. Mehr als 800.000 Menschen sind hier bereits gestorben und es dürften noch sehr viel mehr werden. Vor allen Dingen auch, weil hier niemand über Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen auch nur nachzudenken scheint. Der Präsident Biden hat in dieser Woche in einer Rede ganz klar gesagt, Schulschließungen oder Geschäftsschließungen, die wird es hier in den USA nicht geben. China fährt weiter eine Null-Covid-Strategie. Das bedeutet, dass jeder einzelne Covid-Fall nachverfolgt wird und alle Menschen, meist im Umkreis von 50 Kilometern, in eine Quarantäne geschickt werden. Jetzt wurden gestern
insgesamt 71 Neufälle in dem ganzen Land gemeldet, das heißt unter 1,4 Milliarden Menschen. Aber das hat schon für Unruhe gesorgt. Besonders aber hat es in Xi'an für Aufregung gesorgt, denn alleine 63 dieser Neufälle waren in der Stadt Xi'an, der Stadt der Terrakotta-Armee. Und darum wurden für die 13 Millionen Menschen dieser Stadt ein Lockdown entschieden. Das heißt, niemand darf auch nur den Fuß vor die Tür setzen. Nur alle zwei Tage darf eine Person aus dem Haushalt rausgehen und Sachen einkaufen gehen. Insgesamt gibt es in China gerade die Sorge, dass jetzt im Winter und dann auch noch vor den Olympischen Winterspielen es zu einem neuen Ausbruch in China kommen könnte. In Brasilien ist gerade Hochsommer und deswegen sind die infizierten Zahlen nicht so hoch, etwa 3000 Fälle pro Tag. Wegen der Omikron-Variante wurden jetzt keine besonderen Verschärfungen beschlossen, aber die große Silvesterparty an der Copacabana, wo normalerweise mehrere Millionen Menschen kommen, die wurde abgesagt. Diesen Massenauflauf wollte man eben verhindern, um vielleicht zumindest den Karneval im Februar zu retten. Ansonsten ist Rio ziemlich voll, auch mit brasilianischen Touristen, denn Weihnachten und Silvester sind auch hier Feste, wo man eben reist, Familie und Freunde trifft. Wissenschaftler raten aber auch hier dazu, die Kontakte zu reduzieren, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil es derzeit eine Grippewelle gibt in den größeren Städten nach der Rücknahme einiger Corona-Maßnahmen. Ansonsten wurde für Touristen die Einreise nach Brasilien verschärft. Es reicht jetzt nicht mehr nur ein negativer PCR-Test, sondern man braucht auch einen Impfnachweis. Den braucht man auch in Brasilien, zum Beispiel, wenn man ins Restaurant in Innenräume gehen will. Aber für die meisten Menschen hier ist das kein Problem, denn die Impfbereitschaft ist sehr hoch. In Sao Paulo sind fast alle Menschen geimpft und in Rio immerhin 75%. Und wir wollen auch noch nach Israel schauen. Für viele lange ein Vorbild im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Doch auch dort breitet sich die Omikron-Variante schnell aus. Um sie aufzuhalten, haben sich Experten nun dafür ausgesprochen, eine zweite Booster-Impfung zu geben. Mit dieser dann insgesamt vierten Impfung sollen vor allem Ältere geschützt werden. Die Empfehlung des Expertengremiums, eine weitere Boosterimpfung für alle, die älter sind als 60, sowie für die, die im Gesundheitswesen arbeiten. Doch die Empfehlung ist umstritten, denn die Wirkung dieser dann vierten Impfung ist bisher noch nicht belegt. Ehrlicherweise wissen wir es nicht. Wir haben bisher noch keine belastbaren Daten, die zeigen, ob eine weitere Boosterimpfung nun etwas bewirkt. Aber wir glauben, dass die Entscheidung richtig ist. Es gibt gute wissenschaftliche Erkenntnisse, auf die wir die Entscheidung stützen. Grund für die Empfehlung: Israel hat besonders früh mit dem Impfen angefangen, ebenso mit den Boostern. Bei Älteren, die ihre Auffrischung bereits vor mehr als 4 Monaten erhalten haben, seien jetzt vermehrt Impfdurchbrüche beobachtet worden, so das Expertengremium im Gesundheitsministerium. Darum jetzt der zweite Booster. Falls wir diese Entscheidung verschieben würden, bis wir die entsprechenden Daten gesammelt haben, würden wir potenziell tausende Infektionen, schwere Verläufe und Covid-Tote in Kauf nehmen. Nach einer Risiko-Nutzen-Analyse haben wir uns daher für die zweite Booster-Impfung ausgesprochen. Bisher ist die zweite Booster-Impfung nur eine Empfehlung des Beratergremiums. Die finale Entscheidung liegt beim Gesundheitsministerium selbst. Sollte sie positiv ausfallen, könnte die neue Booster-Kampagne bereits innerhalb weniger Tage anlaufen. Zugeschaltet aus Tel Aviv ist nun meine Kollegin Sophie von der Tann. Israel war Pionier im Kampf gegen die Pandemie und hat auch zuerst mit den Boostern angefangen. Und dennoch breitet sich aktuell die Omikron-Variante rasant aus. Hat das Booster nicht ausgereicht? Ja, die Booster-Kampagne war durchaus erfolgreich, aber eben gegen Delta. Im August und September gab es hier sehr hohe Zahlen. Und dann hat man angefangen, die dritte Impfung zu verabreichen. Und das war durchaus erfolgreich. Jetzt ist es eine andere Situation. Die Infektionszahlen sind noch niedrig, Inzidenzen rund um 65. Aber man sieht eben, der R-Wert geht hoch. Der liegt aktuell bei etwa 1,3. Und ein Drittel aller Neuinfektionen sind auf Omikron zurückzuführen. Und ein Drittel aller Neuinfektionen findet statt bei Menschen, die geboostert sind. Und man sieht also, dass der Impfschutz nachlässt und will jetzt vorbeugen. Wie geht man denn nun vor, um die Kurve abzuflachen?
sind im Prinzip zwei Maßnahmen. Zum einen, wie wir gerade gehört haben, das Expertengremium rät dazu, diese vierte Impfung zu verabreichen. Kosten-Nutzen-Abwägung, wie wir gerade im Beitrag gehört haben, die Expertinnen und Experten sagen, ein möglicher Schaden durch eine weitere Impfung ist sehr viel geringer als ein Schaden, der durch die Ausbreitung von Omikron geschehen könnte, wenn das eben vulnerable Gruppen trifft, ältere Menschen und wenn sehr viele Menschen im Gesundheitssystem dann ausfallen. Und die zweite große Maßnahme ist, dass man Einreise- und Ausreisebeschränkungen erlassen hat. Schon seit Ende November dürfen Touristen nicht mehr einreisen und es ist auch für israelische Staatsbürger sehr schwierig, in andere Länder zu reisen, die auf der roten Liste stehen. Dafür braucht man eine Ausnahmegenehmigung und auf dieser Liste stehen mittlerweile sehr, sehr viele Länder, gerade in Europa. Deutschland ist auch mit dabei, die USA sind mit dabei. Ohne Ausreisegenehmigung darf man dort nicht hin und wenn man zurückkommt, muss man 7 Tage in Quarantäne. Wie reagieren denn die Menschen in Israel auf diese Maßnahmen? Grundsätzlich ist die Impfbereitschaft gerade bei älteren Menschen sehr hoch. Allerdings konnte man schon bei der dritten Impfung beobachten, dass die Impfbereitschaft abnimmt. Und wenn man sich dann die Gesamtbevölkerung anschaut, da sind gerade mal 45% drittgeimpft. Und es ist durchaus möglich, dass die Impfbereitschaft eben bei einer vierten Impfung auch weiter abnehmen wird. Wieso beschleunigt man denn dann nicht eher die Impfkampagne, um Ungeimpfte zu erreichen oder damit alle, die eine Drittimpfung bekommen könnten? Ja, tatsächlich ist Israel zwar Impfweltmeister in Schnelligkeit und Verfügbarkeit von Impfstoffen, aber nicht bei der Impfrate. Das ist der Regierung hier auch durchaus bewusst. Die tun alles dafür, um Menschen erst, zweit und dritt zu impfen. Es ist sehr niederschwellig. Man kann hier einfach zu Impfzentren gehen, muss nur seine Krankenversicherungsnummer vorzeigen und dann wird das alles online registriert. Das geht ganz einfach. Und natürlich versucht man, da auch diejenigen zu erreichen, die bisher noch gar keinen Impfschutz haben. Seit Mitte November dürfen ja auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden. Wie wird dieses Angebot denn aufgenommen? Ja, die Impfkampagne bei den kleinen Kindern läuft nicht so an, wie man sich das erhofft hat. Bisher haben 13% eine Impfung und etwa 3% zwei Impfungen. Das ist auch schlechter als in den USA und in Kanada. Man versucht deswegen wirklich ganz gezielt auf die Kinder zuzugehen und impft auch in Schulen. Worauf ist denn diese niedrige Impfquote zurückzuführen? Ja, die Skepsis bei vielen Eltern ist dann doch größer und viele sagen sich, na gut, dann wird mein Kind eben krank, aber so schlimm wird es schon nicht verlaufen, denn die Anzahl der sehr schweren Verläufen bei kleinen Kindern ist tatsächlich gering. Zum Schluss noch, wäre in Zukunft denn ein Lockdown denkbar? Also wenn man nochmal zurückdenkt an den Sommer, wo es hier sehr, sehr hohe Zahlen gab, 10.000 Neuinfektionen am Tag, Inzidenzen von 1.000. Damals gab es keinen Lockdown, das hat man mit allen Mitteln versucht zu verhindern und eben diese Drittimpfkampagne gestartet, die dann auch erfolgreich war. Wenn die Zahlen jetzt tatsächlich so in die Höhe schnellen, wie einige Experten das prognostizieren, dass man hier 90.000 Infektionen möglicherweise an einem Tag hat, dann wäre ein Lockdown schon denkbar. Aber die Regierung versucht hier wirklich alles, um Lockdown nochmal zu verhindern. Sophie van der Tann, vielen Dank nach Tel Aviv. In Deutschland nimmt aus Sorge vor einer neuen massiven Corona-Welle die Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht an Fahrt auf. Angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante halten immer mehr Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker eine solche Regelung für unumgänglich. Nach dem Votum des Ethikrates wächst auch in den Regierungsparteien die Zustimmung. Das Gremium hatte sich dafür ausgesprochen, die beschlossene Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auf wesentliche Teile der Bevölkerung auszuweiten. Impfen wie hier in Wörth. Die Termine in kürzester Zeit ausgebucht. Mit Aktionen wie diesen soll die Impfquote erhöht werden. Anfang des Jahres soll der Bundestag zudem über eine allgemeine Impfpflicht entscheiden, ohne Fraktionszwang. Eine Reihe von Abgeordneten um Wolfgang Kubicki von der FDP ist dagegen, warnt vor langfristigen Schäden in der Gesellschaft und zu vielen Unklarheiten. Im Antragsentwurf heißt es, der Bundestag kann eine allgemeine Impfpflicht nicht beschließen, solange er nicht einmal die Häufigkeit der mit der Pflicht verbundenen Schutzimpfungen kennt. Inzwischen sollen 2 weitere Anträge von Bundestagsabgeordneten in Arbeit sein. Einer, der sich für eine Impfpflicht ab 18 ausspricht, der andere für über 60-Jährige.
Die Union kritisiert das Verfahren, wirft der Regierung Passivität vor. Wenn der Bundeskanzler meint, dass eine Impfpflicht notwendig ist in unserem Land, dann muss er und seine Regierung auch einen verfassungsgemäßen Vorschlag dafür vorlegen und muss sagen, wie man so etwas umsetzen kann. Selbstkritische Töne von den Grünen nun mit in Regierungsverantwortung. Die Forderung an die eigene Koalition. Wenn wir erkennen, dass kein anderes Instrument als eine allgemeine Impfpflicht uns aus dieser Pandemie herausführt, dass wir dann auch dafür sorgen, mit entsprechender parlamentarischer Überzeugungsarbeit Mehrheiten im Parlament hinzukriegen. Auch wenn im Berliner Politbetrieb zum Jahresende weitgehend Ruhe eingekehrt ist, zeichnet sich also jetzt schon ab, die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht hier im Bundestag dürfte kontrovers werden. Noch herrscht also keine Einigkeit über eine allgemeine Impfpflicht. Und ohnehin würde es noch Monate dauern, bis sie in Kraft tritt. Aktuell müssen also andere Maßnahmen herangezogen werden, um die Corona-Pandemie aufzuhalten. Und da viele von uns die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen wollen, schauen wir noch einmal auf die Regeln und was sie bedeuten. Und dafür frage ich jetzt noch einmal Bernd Rasem aus der Tagesschau-Redaktion. Die bundeseinheitlichen Regeln gelten ja ab 28. Dezember. Wie einheitlich sind die denn jetzt? Ja, es gibt wirklich nur in einigen Bereichen, wie beispielsweise bei den Kontaktbeschränkungen oder bei der Schließung von Bars, Clubs und Diskotheken. Da gibt es tatsächlich einheitliche Regeln. Ansonsten, wie wir es schon seit anderthalb Jahren, seit fast zwei Jahren kennen, es geht kreuz und quer. Jedes Bundesland muss ja seine eigene Verordnung erlassen, sein eigenes Gesetz beschließen dann am Ende gegebenenfalls. Und das bedeutet, dass wir in jedem Bundesland eigene und vor allen Dingen auch differenzierte Regeln haben. Das heißt, diese differenzierten Regeln in den Ländern, werden die denn überall gleich streng umgesetzt? Nein, es gibt einige Bundesländer, die da ein bisschen lascher sind, aber auch vor allen Dingen einige Bundesländer, die vorgeprescht sind, schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche und ihre eigenen strengen Regeln erlassen haben. Niedersachsen, finde ich, ist da ein sehr, sehr gutes Beispiel. Dort hat man schon mal die Warnstufe 3 ausgerufen. Das ist ein landeseigenes Konzept und das bedeutet zum Beispiel, wenn mehr als 10 Personen zusammenkommen, dann gilt 2G+. Das Interessante wieder aber, man kann sich auch durchaus selber testen. Das heißt, der Gastgeber kann diesen Test selber durchführen. Das gilt für Menschen, die über 18 sind, Kinder unter 18 sind ausgenommen. Jetzt wird es noch mal komplizierter und da muss man wirklich schon ins Detail gehen. Wenn wir nach Weihnachten kriegen wir eine neue Regelung in Niedersachsen und dann sind zum Beispiel Kinder unter 14 nur noch ausgenommen. Alles darüber zählt dann zu diesen 10 Personen mit. Wie sieht es denn aus, wenn man essen gehen möchte? Ist das einheitlich geregelt? Nein, auch das ist nicht einheitlich geregelt. Auch da gibt es wieder von Bundesland zu Bundesland durchaus unterschiedliche Regeln. Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel verlangt, wenn man essen geht, 2G+. Das heißt, ich bin genesen, geimpft und bringe trotzdem noch einen frischen PCR- oder Antigentest mit, um zu beweisen, dass ich tatsächlich Corona-frei bin. Wir haben dann beispielsweise in Hamburg eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Das ist auch ganz interessant. Und in Bayern eine Sperrstunde ab 22 Uhr. Also man sieht auch dort durchaus unterschiedliche Regelungen. Und was ist zu beachten an Silvester? Ja, da wird es noch mal richtig schwierig für uns, wenn wir feiern gehen wollen. Wo können wir wie feiern? Auch da nur mal ein paar Auszüge. Silvester zum Beispiel, Bayern hebt die Sperrstunde für die Restaurants auf. In Hamburg bleibt es bei einer Sperrstunde, die wird aber nach hinten verlegt. Die beginnt dann um 1 Uhr. Berlin hat in der Stadt 53 Bereiche ausgewiesen, wo man sich nicht versammeln darf, wo auch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verboten bleibt. Das wird genau aufgelistet. Da muss man sich dann genau auf der zugehörigen Internetseite des Landes Berlin schlau machen, wo man was überhaupt noch darf. In Sachsen ist es ganz einfach. Verboten sind Feiern auf allen öffentlichen Plätzen, Orten und Anlagen. Also da ist es vielleicht noch am einfachsten, weil da darf man quasi in der Öffentlichkeit überhaupt nicht feiern. Das ist ja wirklich alles ein Flickenteppich, wenn man jetzt nicht immer die Landesverordnungen studieren möchte. Wo kann man sich dann am besten informieren? Richtig, das mit der Landesverordnung ist immer sehr schwierig. Das sind wirklich Gesetzestexte, die müssen natürlich auch geprüft werden auf mögliche Klagen und so weiter. Am besten, man geht auf die jeweiligen Internetseiten des Landes oder auch des Gesundheitsministeriums des Landes und schaut zum Beispiel bei Fragen und Antworten. Da findet man ganz leicht auch viele praktische Tipps. Wie lange gelten die Verordnungen denn eigentlich?
Das ist noch unklar. Die Verordnungen werden wahrscheinlich bis zur nächsten Ministerpräsidentenkonferenz Bestand haben. Die findet ja bekanntlich am 7. Januar statt. Dann weiß man ja auch schon, wie die Omikron-Variante sich über Deutschland ausgebreitet hat. Bernd Rasum, vielen Dank. Das war unsere Tagesschau 24 Sondersendung zur Corona-Lage. Und hier geht es jetzt weiter mit unserer Geschichte, als die Winter noch kalt waren. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Bleiben Sie gesund. Eisig kalt und ganz viel Schnee. Das waren noch richtige Winter damals. Die Winter in